Unvorstellbare Mengen an Eis lagern weltweit. Doch wie viel ist es genau und wie würde sich das Abschmelzen auf den Meeresspiegel auswirken? Ja, und mit diesen Fragen herzlich willkommen bei Wetter Online. 90% des weltweiten Eises lagern übrigens am Südpol, also an der Antarktis. In Zahlen ausgedrückt sind das 27 Millionen Kubikkilometer oder anschaulicher so ein Würfel hier mit einer Kantenlänge von 300 Kilometern. Das Eis in der Antarktis lagert zum größten Teil auf dem antarktischen Kontinent, der im Durchschnitt mit 2 Kilometer dickem Eis bedeckt ist. Sollte all das abschmelzen, dann würde der Meeresspiegel je nach Schätzung um 60 bis 70 Meter ansteigen. Große Flächen Norddeutschlands lägen dann im Meer. Dies ist aber unwahrscheinlich. Zum einen schmilzt die Antarktis nicht gleich komplett ab, wenn es ein paar Grad mehr gibt, was dort tatsächlich der Fall ist. Zum anderen, selbst wenn es sich extrem erwärmen würde, würde das komplette Abschmelzen Jahrtausende dauern. Anders sieht es aber am Nordpol aus. Der grönländische Eispanzer ist mit einem Volumen von rund 3 Kubikkilometern im Vergleich zu dem der Antarktis zwar gering, allerdings macht die Eisschmelze dort aktuell schon einen großen Teil des Meeresspiegelanstiegs aus und könnte auch rasant zunehmen. Das Eis dort ist nämlich relativ instabil. Forscher gehen davon aus, dass sich Schmelzwasser durch die Gletscher nach unten frisst und dann dort wie eine Art Gleitmittel die Gletscher ins Meer rutschen lässt. Schmilzt alles ab, dann steigt der Meeresspiegel um etwa 7 Meter an. Aber auch das dauert. Prognosen verschiedener Studien gehen von einem Meeresspiegelanstieg von 0,5 bis 1,2 Metern bis Ende des Jahrhunderts aus und auch das hätte schlimme Folgen. Der Meeresspiegelanstieg kommt allerdings nicht nur vom Abschmelzen des Eises, sondern auch andere Faktoren wie zum Beispiel die Ausdehnung der Ozeane aufgrund der Erwärmung haben einen Einfluss. Weitere weltweite Eisverkommen wie Permafrost und Gletscher auf den Bergen sind übrigens vergleichsweise gering und das Meereis am Nordpol hat keine Auswirkung auf den Meeresspiegelanstieg. Im arktischen Meereis macht sich der Klimawandel, wie hier in der Animation zu sehen ist, zwar mit am stärksten bemerkbar, von Jahr zu Jahr schwindet die durchschnittliche Eisausdehnung nämlich mehr oder weniger kontinuierlich. Das Meereis liegt sozusagen wie ein Eiswürfel im Wasserglas. Schmilzt der Eiswürfel, so schwappt das Wasser auch nicht über. Testet es mal. Ich bin Verena Leindecker von Wetter Online.